Schönen guten Morgen, liebe Mitgliederin, immer heute als Freiheitlicher, die seltener Freiheit, dass Sie nicht in der Hochsprache die Rede halten, sondern ich glaube, wir sind in einem sehr familiären Rahmen, wo wir auch untereinander, wir als Freiheitliche, so reden können, wie wir es gewöhnt sein. Ein neues Jahr ist allen wieder jener Moment, wo man natürlich auch zurückschaut, wo man Bilanz zieht, wo man auch nach vorne schaut. Für uns Freiheitliche, wenn ich zurückdenke an den Neujahrsempfang im letzten Jahr, wenn wir mit dem Rückblick vielleicht dort anfangen, dann wurde es damals ja ein relativ düsterer Empfang, weil wir auf ein bitteres Jahr zurückschauen haben müssen, das mit starken Verlusten bei den Landtagswahlen einhergegangen ist. Und ich bin sehr froh, dass wir heute auf ein Jahr zurückschauen können, wo wir zumindest einen Teil der Sachen erfüllt haben, die wir uns als Aufgaben letztes Jahr gestellt haben. Wir haben eben gesagt, wir müssen als Partei unsere Hausaufgaben machen, wir müssen gute Arbeit leisten, wir müssen schauen, dass keine, wie wir es in den letzten zwei, drei Jahren davor die Wahlen eben gehabt haben, die internen Geschichten aus dem Weg räumen, dass nichts persönlich im Vordergrund steht, sondern die Sache. Und wenn wir uns nach diesen Aufgaben, die wir uns selber letztes Jahr gestellt haben, wenn wir uns nach denen messen, dann muss ich sagen, bin ich sehr froh als Parteiobmann, dass wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen können, wo wir diese Aufgaben bestens erfüllt haben. Und das merkt man auch bei den Leuten, sowohl mir in der Landtagsfraktion, wo ich wirklich sagen muss, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Simon, Lukas und auch der Otto, wo die Uli und ich wirklich in diesem Jahr ins richtig eingekriegt haben, auch das nach außen zu transportieren, was freiheitliche Politik ist. Und ich komme da noch auch zu ein paar einzelnen Sachen und zu jenen Punkten, die wir vorangetrieben haben. Aber zugleich möchte ich auch diesen Neujahrsempfang heute nutzen, und wenn wir beim Empfang sein, es kann ruhig irgendjemand für die Kellner vielleicht auch kommen, weil zu einem Empfang gehört auch dazu, dass man ein Glas trinkt und unstößt. Also da ist da überhaupt kein Thema, wenn es ja während der Rede passieren sollte. Und gleich noch ein Hinweis, weil ein paar vielleicht auch einen Stuhl brauchen, man kann die Leih auserziehen da auf die Seiten und auch niedersitzen, damit es feiner hat. Der Dank geht an die Funktionäre vor Ort, ob das die Gemeinderäte sein, ob es die Leute in die Ortsgruppen draußen sein. Und es freut mich, dass wir im letzten Jahr einen Zuwachs bei den Ortsgruppen gehabt haben. Wir haben einmal in Kaltern eine neue Ortsgruppe gegründet und einmal in Meran. Und die Mitglieder dieser Ortsgruppen und auch die neuen Gesichter, die dort sein, möchte ich an der Stelle ganz herzlich auch zu ihrem ersten Neujahrsempfang bei den Freiheitlichen begrüßen. Und ich glaube, sie haben sich einen großen Applaus verdient. Schön, dass es da seid. Wie wichtig freiheitliche Politik und wie wichtig eine freiheitliche Stimme in diesem Land nach wie vor ist, zeigt uns die politische Wetterlage im Land. Wenn wir jetzt auch nach diesem ersten Jahr der neuen Legislaturperiode zurückschauen, nachher sieht man, dass die Volkspartei zwar einen neuen Koalitionspartner hat, aber dass sie sehr unbeschwert und selbstständig weiterarbeiten kann. Also der Unterschied zwischen der Volkspartei und BDI-Landesregierung und der Unterschied jetzt zur Volkspartei-Lega-Landesregierung ist nicht großartig erkennbar. Und man muss sagen, im Gegenteil, ich habe oft einmal das Gefühl, dass der Macht und die Größe der Volkspartei auch mit einem Partner von vier Leuten, wie es die Lega ist, nicht ungebrochen ist und sie da relativ locker durchmarschieren. Man muss sagen, gegen Ende des Jahres sind sie ja noch nicht mehr vier Leute bei der Lega, sondern drei in der Landesregierung. Das vergisst man oft einmal auch zu erwähnen. In die Oppositionsreihen, man muss sagen, es hat sich ja bei den Landtagswahlen einiges verändert. Also wir sind nicht mehr die erste Kraft an Mandaten. Das ist eine andere Oppositionspartei geworden. Diese Oppositionspartei hat man am Anfang nicht ganz einordnen können. Jetzt nach einem Jahr der Arbeit weiß man aber, wo man sie einordnen kann, weil man gesehen hat, sei es von den politischen Inhalten, von den Beschlussanträgen, von den Entwürfen, haben sie sich nicht nur physisch eben neben die Grünen eingesetzt in den Landtag, bei der Sitzordnung, sondern auch großteils geistig, wenn man sieht, was da kommt an Vorschlägen
ob das Ausrufung des Klimanotstandes und so weiter ist, wo man wirklich sagen, das ist keine konkrete Forderung, da ist im ganzen Land nicht geholfen, sondern da muss man wirklich Beispiele bringen, die Hand und Fuß haben und wo sich in der Realität auch etwas ändert und die zugleich unsere Wirtschaft auch schnaufen lassen. Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass vor allem die mediale Aufmerksamkeit und das mit denen müssen wir leider leben, es ist zwar unangenehm, aber die mediale Aufmerksamkeit liegt meistens auf emotionale Themen oder wenn irgendeine Partei in diesem Land versucht, ein Thema hochzukochen, das an sich für mich nicht unbedingt ein konkretes Thema ist. Ich erinnere an die unselige Diskussion Südtirol-Alto Adige, wo über Wochen das hochgespielt worden ist, obwohl keine offizielle Änderung des Landesnamens gesetzlich festgelegt worden ist. Es ist einfach in einem Text, in einer Textpassage drin gewesen. Hingegen konkrete Arbeit über konkrete Vorschläge wird in einem viel geringeren Ausmaß berichtet. Wir haben in diesem Jahr, und ich glaube, dass das einfach uns als Freiheitliche auszeichnet, dass wir wirklich in dieser Konstellation, wie heim die Parteien in Südtirol sein, eine Stimme der Vernunft sein. Sei es im Land und das Gleiche, aber auch draußen vor Ort und in den Gemeinden. Die Vernunft, die Eigenverantwortung und auch der Einsatz für Demokratie und für Gerechtigkeit zeichnet uns aus. Wir machen sowohl eine gute Oppositionspartei, Oppositionsarbeit, wo man Kritik übt, das ist ganz klar, dass wir der Landesregierung auf die Finger klopfen, überall dort, wo in unseren Augen es in der Politik in Südtirol fehlt. Ob das bei der Einhaltung von den autonomiepolitischen Rechten ist, ob das nach wie vor der Machtmissbrauch ist, weil es meint die Volkspartei immer noch, ihr gehört das Land. Es ist schon einfach so, das merkt man, das merkt es teilweise auch draußen in den Gemeinden. Da gibt es fortschrittlichere Leute und fortschrittlichere Mehrheitsparteien, die ein Auskommen mit der Opposition und der Demokratie verstanden haben und wo auch ein gemeinsames Arbeiten möglich ist, wo der Wettbewerb der Ideen funktioniert. Da gibt es aber auch solche Gemeinden, wo das nicht der Fall ist, wo nach wie vor ein kleiner Kreis selber entscheidet und das meistens schon über Jahre hinweg. Das heißt, der Einfluss der Lobbys auf die Landesregierung ist sehr, sehr groß. Auf der anderen Seite auch Wünsche von Parteien, die sehr realitätsfern sein. Und da ist es wichtig, dass genau die freiheitliche Politik auf die Stelle und auf den Plan tritt und ihre Arbeit macht. Und wenn ich sage, kritische Oppositionspartei und die Vernunft wieder reinbringe, nachher gehört es auch zur Vernunft, dass wir bei Themen, wo das Landesinteresse besteht, das heißt die Südtirol-Autonomie, unsere Rechte und der Ausbau der Autonomie, dass wir da natürlich auf Seiten der Mehrheit sein. Denn es war verantwortungslos, wenn wir bei Landesthemen, wo wir gegenüber dem Staat Italien im kürzeren Hebel sein, dann müssen wir einfach auch aufgrund des Landesinteresses zu diesen Themen stehen. Das war es auch die Mehrheit, das heißt, dass wir in diesen Sachen in den Farben getrennt, aber in der Sache geeint auftreten. Und das ist für mich nicht ein Widerspruch zu einer Oppositionsarbeit. Im Gegenteil, ich würde es umgekehrt verantwortungslos finden, wenn man bei solchen Themen, bei solch wichtigen und für unsere Zukunft wichtigen Fragen ins Außer tut und sagt, nein, wir sind eine Oppositionspartei, mit denen haben wir nichts zu tun. Also das darf man, diesen Fehler darf man nicht machen, sondern da müssen wir wirklich für das Land und für die Zukunft arbeiten. Wir haben im letzten Jahr natürlich zahlreiche Anfragen gestellt, ich glaube es seien über 200. Anfragen stellt man nicht aus Jux aus oder weil wir Lust haben einfach oder weil wir nicht wissen, was die sind. Anfragen stellen wir, um von der Landesregierung die Antworten zu kriegen, die sie selber eben nicht gern geben.
Alles, was eine Landesregierung gerne verkündet, das hören wir in der Presse auf und ab. Also von dem brauchen wir nicht Angst haben. Sondern die Sachen, die vor Ort eben ungeklärt sein, wo wir Informationen auch von Leuten haben, die in die einzelnen Verbände oder in die einzelnen Betriebe oder in der persönlichen Situation betroffen sein, die sagen, ich möchte darüber wissen, wie schaust du aus? Oder dass wir die Zahlen haben, zum Beispiel genau beim Thema Wohnen, wo wir eins von unseren zentralen Themen ist, wo wir einfach sagen, das Wohnen in Südtirol endlich wieder leistbarer zu machen. Da brauchen wir klare Zahlen, da müssen wir wissen, auch, wie der soziale Wohnbau funktioniert, wie es zurzeit gehandhabt wird und was wir für Schritte machen, um künftig da auch eine Erleichterung hinzukriegen. Ein wesentliches Thema und ein Schwerpunkt im letzten Jahr war natürlich alles rund um die Raumordnung. Das neue Raumordnungsgesetz, das ja vor Jahren schon auf den Weg gebracht worden ist und jetzt endlich über die Bühne gegangen ist, ist sehr, sehr verändert und in ganz wesentliche Punkte abgeschwächt worden. Der Grundsatz war sehr gut. Man will Grund und Boden sparen, man will keine Zersiedelung mehr in Südtirol, wenn wir es in den letzten 30 Jahren gehabt haben. Und jeder von uns weiß es, wenn wir die Bilder anschauen, entweder selber erlebt oder die Bilder anschauen, wie sich unsere Dörfer entwickelt haben, dann ist uns alle klar, dass wir nicht mit dem gleichen Bodenverbrauch weitermachen können wie bisher. Deswegen, dieser Ansatz ist grundsätzlich gut. Aber es haben sich so viele Interessengruppen, haben ihre Fühler ausgestreckt und haben es geschafft, dass dieses Gesetz aufgeweicht worden ist. Und jetzt hängt es auf die Gemeinden und es kommt auf die Gemeinden darauf an, wie sie es vor Ort draußen handhaben. Also das heißt, das Land hat die Verantwortung da sehr stark auf die Gemeinden übertragen. Grundsätzlich sind wir Freiheitliche allem dafür, dass Gemeinden selber viele Entscheidungen treffen können, dass die kleinste Einheit zuständig ist vor Ort. Aber wenn man sieht, dass schon eine Landesregierung von den verschiedenen Interessensgruppen so unter Druck kommt, können Sie sich vorstellen, wie manche Gemeindeverwaltung unter Druck kommt, jetzt im nächsten und in den nächsten Jahren, wenn die einzelnen Verbände oder auch Baulobbys und andere da einwirken werden. Welcher Bürgermeister und welcher Gemeindeausschuss, der wehrt sich, wenn die bestimmten Player vor Ort in nötigen und entsprechenden Druck ausbauen. Und genau da ist es wichtig, dass wir auch vor Ort und in den Gemeinden draußen Leute haben, die da wachsam sein, die mit den Informationen auch, die wir weitergeben durch die Landtagsfraktion und hinweist, welche Schlupflöcher da gelassen worden sein. Zum Beispiel, dass eben bis außerhalb der Siedlungsgrenzen morgen bestehende Pensionen mit der Zimmervermietung gehabt haben, in Wohnungen umgewandelt werden können. Das ist für ein kleineres Dorf mit 2000 Einwohnern, wenn es außerhalb der Siedlungsgrenze ein Gebäude auf einmal 12, 13, 14 Wohnungen macht, mit morgen 14 Familien drinnen, dann ist das wie eine kleine Fraktion für eine kleine Gemeinde. Für eine Stadt wie Bozen wird das nicht viel ausmachen. Das sind aber für die Landgemeinden sind das durchaus große Einschnitte, weil nachher kommt ja wieder ein ganzes Radl für die Gemeinde im Schwung. Das fängt gut mit, weil es ist ein Unterschied, ob ich eine Saison habe von einigen Monaten, wo ich Gäste drinnen habe, oder ob ich da morgen 10, 12, 13 Familien habe, wo natürlich ganzjährig die Gemeinde im Einsatz ist, auch was die Schneeräumung anbelangt, Schülertransport und so weiter. Also nachher Straßenbeleuchtung. Da kommt viel mehr dazu als der ganzjährige Verkehr vor Ort. Und da ist es wichtig, dass wir als freiheitliche Stimme präsent sein und auf die Sachen hinweisen und auch vor Ort draußen nicht die Bremser sein, weil das ist für uns auch allem wichtig. Wir sind nicht die Leute, die sagen, wir sind grundsätzlich gegen eine Entwicklung. Jedes Dorf muss schauen, dass es wirtschaftlich auf gesunden und soliden Beinen steht. Und es ist wichtig, dass sich eine Gemeinde auch die Gedanken macht, wie entwickeln wir uns und wohin entwickeln wir uns und wo brauchen wir eine Zone, wo wir arbeiten, wo wir Arbeitsplätze schaffen, wo wir vielleicht auch Tourismus noch brauchen, weil es gibt das auch.
Wir haben die Gemeinden, wo wir sagen, wo die Einheimischen wirklich unter diesem Druck ausgesetzt sein, wo sie sagen, wir selber ersticken fast in diesem Hotspot an Tourismus. Und dann gibt es aber auch Landgemeinden draußen, irgendwo vielleicht auch am Rande, die durchaus noch ein bisschen Tourismus vertragen könnten, um Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Also man kann es nicht über einen Kamm scheren, sondern man muss allem die jeweilige Situation vor Ort betrachten. Und auch das ist Ausdruck der freiheitlichen Vernunft, dass wir da nicht hergehen und sagen, generell ein Stopp. Nein, natürlich ist ein Gebiete wie Gröden, Schenna und andere haben irgendwo ein Limit erreicht und die Gemeinden müssen sich natürlich die Frage stellen, wie will man zukunftsfähig sein, attraktiv bleiben und so weiter, ohne dass wir alles aufgeben, was unser schönes Land ausmacht. Aber genauso gibt es Gemeinden in Martell oder am Nansberg oder andere Gebiete, wo wir einfach sagen, die brauchen durchaus noch vielleicht so ein und so andere, vielleicht auch ein modernes und zeitgemäßes Verständnis von Tourismus, um dort auch Arbeitsplätze schaffen zu können. Warum? Weil der ländliche Raum einfach belebt bleiben muss. Also ich finde es allem schwierig, wenn wir sagen, wie es in der Sanität passiert ist, die große Baustelle nach wie vor im Land, wo in den letzten Jahren vieles sich auf Bozen konzentriert hat und die Ränder draußen und die Täler und unsere Bezirke irgendwo hängen hat lassen. Genau der umgekehrte Weg ist für Südtirol wichtig, dass wir draußen in den einzelnen Bezirken und Talschaften Arbeitsplätze haben, Nahversorgung haben, sei es gesundheitliche Versorgung haben, aber auch Nahversorgung, was es Inkaufen und den Handel betrifft. Das brauchen wir draußen, damit unsere Leute auch in die Dörfer bleiben, damit junge Familien auch in den Dörfern bleiben können, dort leben und auch dort sich eine Zukunft aufbauen können. Das ist einmal nicht nur ein freiheitlicher Gedanke, sondern der ist auch wieder autonomiepolitisch sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Gemeinden draußen und in die Dörfer draußen bleiben und nicht zusätzlich in die Städte, die Ballungsräume, sage ich mal, zusätzlich noch fördern und einer Landflucht begegnen, die wir in Oberitalien teilweise haben, in Mittelitalien sowieso, aber auch in Gebiete sich im deutschen Sprachraum, wo es teilweise anders ausschaut, wo Dörfer schon längst entwurzelt sein, beziehungsweise nicht mehr belebt sein. Die Gemeinderatswahlen, die uns stehen, sind natürlich eine große Herausforderung. Das ist ganz klar. Wir erleben zurzeit etwas, und da rede ich als mehr Südtiroler und nicht nur mehr Freiheitliche, wir erleben etwas, dass immer weniger Menschen bereit sein, sich ehrenamtlich einzusetzen. Sei es in der Politik, sei es aber auch bei unseren ehrenamtlichen Vereinen. Vor 20, 30 Jahren hat es wenn eine Musikkapelle oder eine Feuerwehr oder eine Schützenkompanie einen Ausschuss gewählt hat, dann hat es oft zwei, drei Bewerber gegeben, dann hat es Wochen und oft einmal Monate vorher schon einen Wahlkampf gegeben in einem ehrenamtlichen Verein draußen. Wer wohl morgen der Feuerwehrkommandant werden wird? Wer wohl morgen der Musikermann werden wird? Die Zeiten sind längst vorbei. Wir seien heute froh in die ehrenamtlichen Vereine draußen, wenn irgendjemand sich bereit erklärt, die Verantwortung zu übernehmen. Der Großteil der Leute ist nicht desinteressiert, aber der Zeitdruck, wir haben heute mehr Zeitdruck wie früher, vielleicht machen wir uns auch selber, das kann schon sein, aber wir haben heute mehr Zeitdruck, wir seien oft beruflich viel mehr belastet als früher und auch die familiären Situationen haben sich einfach verändert. Das ist einmal sicher die Berufstätigkeit beider Elternteile. Es ist aber auch, dass man vielleicht von einer Beziehung vielleicht mehr erwartet, als man es vielleicht vor 20 Jahren hat, dass vielleicht auch durchaus Männer, was auch richtig ist, mehr Zeit mit der eigenen Familie, mit den eigenen Kindern verbringen will, wie es vielleicht vor 30 Jahren oder voll gewesen ist. Die Entwicklung haben wir, aber wir haben jetzt halt auch Leben auch mit dieser Situation, dass nicht mehr diese Bereitschaft und vielleicht auch nicht mehr, ich will nicht sagen, die Zeit, aber vielleicht auch nicht mehr die Belastbarkeit da ist, zusätzlich noch in ehrenamtlichen Vereinen, Verbänden oder eben auch in der Gemeindepolitik tätig zu sein. Wir haben eine Arbeitsgruppe zu den Gemeinderatswahlen installiert, da ist der Otto Malknecht, unser Generalsekretär,
für diese Arbeitsgruppe. Es seien da neue Leute drinnen, es seien erfahrene Personen wie der Pius auch drinnen, also die diese Arbeits-, die Gemeinderatswahlen vorbereiten und auch die Gespräche vor Ort suchen. Und wir sehen es natürlich auch bei unseren Gemeinderäten, dass es uns da ganz ähnlich geht wie in den anderen Parteien auch. Es gibt Gemeinderäte, wo ich davor vielleicht gesagt habe, wo vor Ort immer noch wenig Demokratieverständnis herrscht, wo eben eine Mehrheit einfach allein sich die Sachen ausmacht in ihrer Parteifraktionssitzung und den Gemeinderat nur als Institution noch hat, wo die Sachen durchgewinkt werden. Man muss dazu sagen, der Gemeinderat ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch immer mehr ausgehöhlt worden. Der Gemeindeausschuss entscheidet, kann vieles eigenständig entscheiden und der Gemeinderat bleibt außen vor und steht vor vollendeten Tatsachen. Jene Gemeinden, wo noch eben eine Mehrheit allein regiert bzw. wenig Demokratieverständnis zeigt, auch sinnvolle und gute Vorschläge ablehnt, um sie noch entweder gar nicht zu bringen oder halt selber zu bringen, dass solche Gemeinderäte, die Menschen meinen jetzt, Gemeinderäte und Gemeinderätinnen, dass solche Leute vielleicht auch enttäuscht sein oder irgendwann die Lust verlieren an der Arbeit, ist verständlich. Es gibt dann aber auch das umgekehrte Beispiel, wo eben eine gute Zusammenarbeit möglich ist, wo es wirklich auch zustand kommt, dass man gemeinsam Sachen auf die Reihe kriegt oder auch, wo es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass eine Opposition da ist, die sagt, so geht's nicht, hier gebiet man Einhalt und der auch aufzeigt und für die Bürger die Transparenz eben garantiert, die sonst nicht garantiert wäre. Das Motto, das sich die Arbeitsgruppe für die Gemeinderatswahlen gegeben hat, ist Ärmel hochkrempeln für die Gemeinde, Ärmel hochkrempeln für deine Gemeinde, das heißt natürlich dann Ärmel hochkrempeln für Meran, das heißt Ärmel hochkrempeln für Kaltern, das heißt Ärmel hochkrempeln für Gas. Also dass man wirklich sagt, wir müssen selber was tun, man muss auch bereit sein, einen Einsatz zu bringen, wenn man eine Veränderung möchte. Zu kritisieren ist allem leicht, wenn man nur die blanke Kritik übt, ohne eben aber auch selber etwas tun zu müssen. Deswegen auch noch einmal der Appell vor Ort, auch wenn es in einem oder anderen schwer fällt, weil er natürlich auch, wie wir alle, sehr ausgefüllt ist, das ist klar und das verstehe ich auch, mit allen Wichtigkeiten im Leben, die es gibt, aber dass man eben trotzdem sagt, diesen Beitrag an der Gesellschaft, diesen Beitrag an der einzelnen Gemeinde bin ich bereit zu leisten, will ich für diese Zeit leisten, um eben auch Demokratie erfahrbar und lebbar zu machen, aber um auch diese Stimme der Vernunft, die freiheitliche Stimme der Vernunft in die Dörfer draußen noch mehr zu etablieren und hörbar zu machen. Und ich kann eins versprechen, und das ist etwas, wo man auch einfach sagen muss, wir müssen uns auch überlegen, wie können wir in Zukunft besser arbeiten und uns besser vernetzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere Gemeinderäte noch besser untereinander zusammenführen, dass der Informationsfluss noch besser wird, dass wir also Beispiele aus Gemeinden, wo Sachen gut funktionieren oder wo ein freiheitlicher Vorschlag gemacht wird, dass der von anderen Gemeinden bzw. von unseren Gemeinderäten in anderen Gemeinden übernommen werden kann, dass man da dass man einfach auch intern über unsere Website einen Einstieg haben für Funktionäre, wo man wirklich auf die Dateien alle zugreifen kann, wo jeder auch sich die Sachen anschauen kann, was die einen die anderen können auch sagen, ja, das wäre etwas für uns oder adaptieren es, wir ändern es ein bisschen um für unsere Gemeinde, aber dass man auch die Arbeit, die die einzelnen Ehrenamtlichen und soll sein bis zum Schluss, weil wegen dem Sitzungsgeld oder danach noch die steuershalbe Frist, das brauchen wir gar nicht diskutieren, sondern dass wirklich die ehrenamtliche Arbeit auch sich auszahlt und weiter strahlt für andere, dass man sich gegenseitig hilft, ergänzt und ich glaube, das tut uns einfach auch gut, wenn man sieht, dass wirklich auch an anderen Stellen, an anderen Gemeinden
Freiheitliche aus dieser Gemeinschaft auch so gute Arbeit leisten und wir davon profitieren und nicht sagen, lass mich nicht schauen oder was auch immer, sondern dass wir uns so wirklich gegenseitig helfen. Das Gleiche gilt für uns, was wir in der Landtagsfraktion machen können. Und da bin ich wieder beim Beispiel Raumordnungsgesetz, das ja sehr, sehr umfangreich ist und wo auch wir uns in der Gesetzgebungskommission natürlich über Wochen und Monate damit auseinandergesetzt haben. Da ist ganz klar, dass wir die Vorarbeit machen müssen und NK die Informationen geben, schaukst das und das und das sind die Punkte, auf die aufzupassen sein bei diesem morgigen Gesetz. Weil bis man in der Gemeinde draußen draufkommt, haben wir meistens das Projekt schon verwirklicht. Gell? Also da muss man im Vorfeld schon wachsam sein und achtsam sein und da will ich oft nicht einmal in die einzelnen Gemeindeausschüsse einen Vorwurf machen, weil ich habe oft einmal mitgekriegt, dass oft auch Bürgermeister überrumpelt worden sein und erst im Hinten noch draufgekommen sein, was manche Firmen und manche Akteure spielen. Manche bewusst, aber einige Bürgermeister haben es auch unbewusst erst im Nachhinein mitgekriegt und sagen, ja, in seine Hände gebunden, rechtlich seien sie jetzt damit durch. Also das ist wichtig, dass wir da im Vorfeld schon dabei sind. Eine positive Nachricht und ganz aktuell am heutigen Tag. Es hat sich heute vorher die Freiheitliche Jugend getroffen, um einen neuen Vorstand zu wählen. Die Freiheitliche Jugend hat da Hannes Zingerle in den letzten zweieinhalb Jahren aufgebaut. Auch die Netzwerke zwischen die ehemaligen Mitglieder, also die, die jetzt schon über 30 sind, und die Jungen gestärkt. Und es ist soweit, dass eben heint eine Freiheitliche Jugend wieder gegründet worden ist mit einem neuen Obmann, der Oskar Fellin. Ossi, Gratulation zu deiner Wahl. Der Oskar wird sich danach nachher, für die, die es nicht kennen, selber noch vorstellen. Ihm zur Seite stehen zwei Stellvertreter, einmal der Dino Ramoser und der Lukas Vorer aus Bozen. Gratulation auch eng zwei als Stellvertreter. Die Jugend, und das ist, bin ich sehr froh darüber, die Jugend wird heutzutage, wenn wir die Medien verfolgen, da wird es allem ein bisschen dargestellt, als wäre die Jugend an den Freitagen nur noch beim Demonstrieren. Das ist nicht so. Es gibt genügend Jugendliche, die auch unterscheiden können zwischen einem Hype und dem mit einem fast schon religiösen Anstrich versehenen Umweltagenda. Nicht viel anfangen können, aber der Umweltschutz trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube genau, dass solche Jugendliche bei uns Freiheitliche genau das finden, was sie in ihren Augen für richtig halten. Denn auch wir sagen, Umweltschutz ist Heimatschutz. Umweltschutz heißt für uns, dass man wirklich diese Landschaft und auch diese Erde, dass man all das dienen, was unserer Heimat zugute gereicht. Das heißt, es wird keiner, und das ist mittlerweile, glaube ich, auch bei den meisten Parteien angekommen, dass man nicht solche Fehler machen, wie es vielleicht in den 70er, 80er Jahren gewesen ist, wo man wenig Verständnis gehabt hat für einen, für einen Umweltschutz, wo es noch Sachen gegeben hat, wo man einfach vielleicht Öl irgendwo in einen Bachel geschüttet hat oder so. Also solche Umweltsünden und Verbrechen sind heute Gott sei Dank nicht mehr auf der Tagesordnung und von den meisten Leuten einfach auch geächtet und das zu Recht. Während andere aber gern den Klimanotstand ausrufen, ist unsere Form und unsere Arbeit des Umweltschutzes eine ganz pragmatische. Es wisst seit Jahren, wer zum Beispiel im Eisack werden Stauraumspülungen gemacht. Das heißt, die Schleisen werden aufgemacht, anstatt dass der Schlamm ausgebackert wird, so wie es in der Schweiz, wie es in Teilen von Deutschland da gemacht wird, sondern es werden die Schleisen aufgemacht und vom kleinen Krebsel bis zum größten Fisch wird alles eingeschwänzt bis nach Bozen. Sagen wir, das ist von der Umwelt und von Artenvielfalt und wenn wir zusammen vom Schutz reden, das sind genau die Sachen, die man verbessern kann. Da ändert sich was. Mit der Ausrufung vom Klimanotstand ändert man nichts. Sondern das sind Sachen, wo wir komplett was ändern.
und in der Tat was ändern. Und das ist zum Beispiel ein Antrag, den wir jetzt gleich schon nächste Woche in der Behandlung drinnen haben und wo ich nachher mir auch erwarte, dass dem auch alle die anderen Parteien, die dieses Thema so ernst nehmen und zu Recht auch ernst nehmen, aber vielleicht mit völlig anderen Mitteln und Ansichten, wie wir sie haben, dass wir zusammen auch die Zustimmung kriegen. Leih, um aufzuzeigen, was wir machen können. Und ich betone es auch nochmal, wir sind keine Regierungspartei, wir sind eine Oppositionspartei, die auch nicht unbedingt die größte ist an ihrer Anzahl von Abgeordneten im Landtag. Aber ich glaube schon, dass man mit dieser Arbeit, und das sage ich nicht, weil ich sage oder Juli Meier sagt, sondern weil es andere Medien ins sozusagen unterstellt haben, und das wisst ihr, nicht alle Medien in Südtirol unsere Freunde sein, dass wir mit unseren 12 Beschlussanträgen, die durchgegangen sind, wir haben ja Dutzende mehr reingereicht, aber 12 Beschlussanträge der Freiheitlichen Partei seien im vergangenen Jahr mehrheitlich vom Südtiroler Landtag verabschiedet worden. Das heißt, dass 12 vernünftige Anträge gewesen seien und 12 Anträge bringen ins, 12 beschlossene Anträge bringen ins auf den Posten der erfolgreichsten Oppositionspartei. Und wie gesagt, ich betone es nochmal, das haben nicht wir übrigens selber gesagt, sondern das attestieren ins Medien, weil es einfach im Vergleich zu den anderen Oppositionsparteien mit Abstand die erfolgreichste Arbeit ist, die wir vorweisen können. Das heißt nicht, Dankeschön, das heißt für uns nicht, dass wir sagen, ja, das passt und so weiter. Für uns sind viele Anträge abgelenkt worden, das muss ich dazu sagen, die uns auch wichtig gewesen waren. Gell? Also natürlich freuen wir uns über die 12. Aber es ist wichtig, dass unsere Themen noch mehr Fuß erfassen und für die werben wir auch natürlich. Für die werben wir bei den anderen Oppositionsparteien, wo wir überhaupt keine Berührungsängste haben. Und es zeichnet auch eine vernünftige Politik aus. Wir haben überhaupt kein Problem bei bestimmten Themen mit den Grünen, mit dem Team Köllensberger, mit der Südtiroler Freiheit, auch mit den italienischen Parteien vor allem auch die Hand zu strecken oder vielleicht auch Verbündete zu suchen, wenn es um die Sache geht, wenn es ums einzelne Thema geht. Ob es die Kleinkinderbetreuung ist, ob es andere Fälle sein, wo wir sagen, das ist ein Thema, was uns alle umgeht, fern von den Ideologien, was wir haben, da können wir auch zusammenarbeiten und das tun wir auch. So wie es wir mit den Oppositionsparteien tun, das gleiche tun wir auch mit der Mehrheit, wo wir sagen, Aspel, gute Volkspartei, da kannst du wohl auch diesen Schritt entgegenkommen, treffen wir uns irgendwo, dass man das da macht, weil es hilft den Bürgern und Menschen draußen im Land. Und ich glaube, mit dieser Art von Politik, die wir da betreiben, fahren wir auch nicht schlecht bis jetzt. Für mich ist das erste Jahr, für der Uli ist natürlich, die ist viel erfahrener in den Sachen. Für mich ist das erste Jahr, ihr natürlich in den ersten Wochen auch lernen müsst und irgendwo einen Ablauf kennenlernen müsst. Zum Glück, muss ich sagen, hat auch die Landesregierung sich ein bisschen Zeit gelassen. Das sage ich jetzt als ganz persönlicher Eindruck. Fürs Land war es natürlich fein gewesen, wenn sie früher in Schwung gekommen waren. Für mich war es aber ganz angenehm, dass ich mir auch die Zeit nutzen angekannt, um mich in die Sachen einzuarbeiten. Und ich muss sagen, was auch ganz wichtig ist, und das gilt für die ganze Partei. Juli und ich, wir haben im Landtag, wir arbeiten intensiv, wir arbeiten auch mit den jeweiligen Schwerpunkten, das ist ganz klar. Wir arbeiten sehr gut zusammen und vor allen Dingen, wir haben auch die nötige Gelassenheit und die nötige Portion Humor, die es braucht, um Politik zu machen, um auch in diesem, oft genug sagt man, die Politik ist so ein bisschen ein Haifischbecken oder was auch immer. Ich merke halt, dass wir auch im Landtag die Fraktion ist, die auch die Geselligkeit und auch ins Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommen lässt, weil ich glaube, egal welche Arbeit man macht, man muss sie mit Freude machen, man muss sie mit bestimmter Hetze machen, man muss einfach auch die Freude verspüren, die man selber hat bei der eigenen Arbeit. Und wenn man die Arbeit und die politische Arbeit mit Freude macht, dann tut dann auch der ein oder andere Rückschritt oder wenn Sie dann wieder mal einen tollen Beschlussantrag versenken oder einen Gesetzesentwurf in der Kommission drinnen schon mit irgendwelchen Ausreden, die man sich erfinden lassen muss, damit er überhaupt versenkt werden kann,
Nachher nimmt man es auch ein bisschen leichter und nimmt es sich nicht so zu Herzen, weil man muss einfach sagen, okay, das ist halt einmal der Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber wir sind als freiheitliche Fraktion nicht klein zu kriegen in diesem Land, ganz im Gegenteil, sondern so wie wir auch jetzt sehen und auch beim heutigen Neujahrsempfang mit vielen neuen Gesichtern kombiniert mit vielen Erfahrenen und manchen auch aus der Ursprungsstunde und ersten Stunde der Freiheitlichen, dass wir nach wie vor eine Partei sein, die es nicht nur in Südtirol braucht, sondern um der ich froh bin, dass sie so ist, wie sie ist und dass wir auch untereinander diese Ergänzung zulassen, wo wir sagen, wir, so wie bei der Jugend heute gewählt worden ist, wo man auch sagt, es sind Mitglieder, die sind jetzt vielleicht 1,5 Jahre dabei, aber haben in den 1,5 Jahren schon die Motivation gekriegt und die Freude, mitzuarbeiten und von sich aus was weiterzubringen. Und ich glaube, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und in dem Sinn wünsche ich uns alle als Freiheitlichen ein gutes Jahr, jeden Einzelnen und jeder Einzelnen persönlich ein gutes Jahr, mit viel Gesundheit, mit Zuversicht, mit einem, ich sage jetzt einmal, mit einem Frieden daheim und einem Frieden mit sich selber, Erfolg bei der Arbeit und ins als Partei wünsche ich, dass wir so wie im vergangenen Jahr, dass wir auf das vergangene Jahr aufbauen, es Gute weiterziehen, Ideen zulassen, Ideen auch konkretisieren und in vernünftige Vorschläge, Beschlussanträge oder auch in Gesetzesentwürfe gießen und dass wir es auch schaffen, in die einzelnen Gemeinden draußen, auch in die Leute, das haben sich ja einige auch entschuldigt, das heißt nicht, haben gekannt, dabei sein, dass man vielleicht auch in einen und anderen, der in den letzten 5 Jahren in einem sehr autarken Gemeinderat, der auch ein bisschen diktatorisch von einer Volksparteimehrheit geführt wird, dass man ein Setting auch wieder den Mut mitgibt und die Motivation mitgibt, dass man sagt, nein, so leicht lassen wir sie nicht schlüpfen draußen, sondern es braucht eine gesunde Opposition in unsere Gemeinden, die Bürger und das Land im Auge behält. Glück auf und ich wünsche Ihnen heute auch noch einen schönen Vormittag und einen netten Empfang.